Ja, herzlich willkommen. Vielleicht haben manche dieses Lied erkannt. Gnade, die Jesus mir zugewandt. Ja, so ein schönes Lied. Und das passt auch zum heutigen Losungstext aus Psalm 6, Vers 3, wo es heißt, Herr, Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Seele ist sehr erschrocken. Ja, es gibt Situationen im Leben. Ich denke, dass solche Situationen, die wirklich Schreck auslösen und Schwachheit bedingen und wo man einfach sich nach Heilung sehnt. Und die Frage ist natürlich dann, was macht man? Wo geht man hin? Der Psalmist hat die richtige Adresse gefunden. Er ging zum Herrn. Herr, um die Bitte um Gnade, sei mir gnädig. Und Gott ist gnädig und barmherzig und von großer Güte, heißt es ja, ja. Da sind wir auf jeden Fall an der richtigen Adresse, wenn wir in solchen Notsituationen zum Herrn gehen und ihn um seine Hilfe und seine Kraft und seinen Trost bitten. Und es gibt immer wieder Situationen, wo wir das wirklich brauchen. Vielleicht ist das jetzt so eine Situation, in der du dich befindest. Dann kann ich das nur noch mal unterstreichen mit dem Lehrtext, der uns ja in die gleiche Richtung lenkt, ne, wo der Jesus selber sagt, Herr, ja, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, aus Matthäus 11, Vers 28. Also es ist eine unwahrscheinliche Einladung, ne? An jeder Mensch, an jeder Mann, jede Frau, alle die Lebenslast spüren und bedrückt und verängstigt und bedrängt oder gekränkt oder was auch immer. Jesus sagt, komm zu mir, alle, ausnahmslos. Leider gibt es natürlich viele Menschen, die das nicht wissen, dass sie diese Möglichkeit haben. Und wenn sie es wissen, dann glauben sie es nicht, dass das hilft. Aber jeder, der sich aufmacht und wirklich zu Jesus kommt, wird tatsächlich seine Hilfe erleben. In welcher Weise auch immer. Und weil er sein Wort hält. Ich will euch erquicken. Das heißt, Jesus hält Wort. Um das zu erfahren, muss der Mensch natürlich zu Jesus kommen. Und dann wird er das auch erleben. Ganz, ganz sicher. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du auch heute diese Hilfe und diese große Liebe und Barmherzigkeit und Gnade Jesu erlebst. Komm her zu mir, sagt Jesus, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Ja. Schön, dass du dir wieder diese Augenblicke, die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir wieder einen erfüllten und auch einen schönen Schabbat. Es ist Samstag, der 22. Juni. Ja, und möge der Herr dich durchtragen. Und wenn du das ja schon kennst und erlebst, dann bezeuge das auch bei anderen Menschen, damit auch sie diese Liebe und diese Erquickung Gottes, diese Hilfe Jesu erfahren. Wie würden sie das erfahren, wenn man es ihnen nicht sagt? Sie würden es wahrscheinlich nicht so schnell erfahren oder überhaupt. Also lasst uns heute diese Gelegenheiten auch suchen, unseren Herrn, der uns so liebt, auch zu bekennen und zu bezeugen. Dann vielleicht wieder bis morgen, gell? Servus.